Und weil die Grazer einen extrem defensiv eingestellten Gegner erwarteten, waren sie besonders froh, dass Herfried Sabitzer, der zuletzt verletzt gewesen war, der Torjäger, der die Torjägerliste gemeinsam mit Stumpf anführt, wieder dabei war. Aber auf der Seite von Vorwärts Steyr hat man die bisher löchrige Abwehr mit einem neuen Torhüter verstärkt. Alexander Manninger wurde aus Salzburg geholt, spielt das erste Mal in der Bundesliga. Und Steyr mit dem Selbstvertrauen des Unentschiedens bei der Austria, des ersten Punktegewinns dieser Saison, beginnt auch in Graz überraschend selbstbewusst. Madlener, Pass in den Strafraum, Verwirrung und da ergibt sich das erste Tor. Gar keine richtige Torszene, aber die frühe Führung für Steyr bereits in der vierten Minute durch Thomas Gröbel. Torhüter Almer kommt heraus, greift aber dann doch nicht zu. Libero Vukovic zögert und so entsteht dieses Tor, die überraschende Führung für Vorwärts Steyr in der Anfangsphase. Der GAK heute mit einer sehr offensiven Aufstellung, neben den Sturmspitzen Glieder und Sabitzer noch Ramusch, Ammerhauser und Böttcher, drei gelernte Stürmer im Mittelfeld und das führt natürlich in der Folge zu vielen Torszenen. Vor allem Ramusch und Sabitzer sind fast immer daran beteiligt. Didi Ramusch links und auf seiner angestammten rechten Position im Mittelfeld offensiv zu finden. Sabitzer. Edi Glieder lässt sich ein bisschen zurückfallen. Kopfball von Herfried Sabitzer. Aber knapp daneben, noch keine Gefahr für Alexander Manninger, der nur einmal mit der Mannschaft trainiert hat, erst in der vergangenen Woche nach Oberösterreich gewechselt ist. Didi Ramusch. Steyr mit einer sehr massiven Abwehr. Blitzenetz. Und er rettet Manninger blendend. Beweist hier, warum ihn Trainer Otto Baric schon mit 15 mit der Kampfmannschaft mittrainieren ließ. Ein wirkliches Talent, das hier zum ersten Mal in der ersten Division im Tor steht. Das Spiel bestimmt ganz klar jetzt der GRK. Rollende Angriffe nur auf ein Tor. Ramusch wird hier gefault von Pfister, fordert Elfmeter. Schiedsrichter Wieser verlegt aber den Vorfall außerhalb des 16ers. Schauen wir nochmal genau hin. Ramusch geht jetzt in den Strafraum hinein, wird noch einmal jetzt gefault von Pfister und eigentlich hätte hier ein Elfmeterpfiff erfolgen müssen. So aber gibt es nur Freistoß für die Grazer. Wieder Ramusch, der ungeheuer aktiv ist. Aber hier keine Gefahr für die Oberösterreicher. Unplatzierter Freistoß. Kaum Szenen, Offensivszenen für Vorwärts Steyr. Und wenn man einmal vorkommt, sofort wieder der weite Abschlag. Jetzt auf Edi Glieder. Zieht ganz alleine hier aufs Tor zu. Versucht Manninger mit einem Schuss auf die lange Ecke zu überraschen. Aber auch hier kehrt er problemlos. 1:0 führt Steyr zur Pause. 3500 Fans natürlich enttäuscht in Graz. Und nach dem Seitenwechsel spielen die Oberösterreicher noch selbstbewusster. Der GAK kam nur zu wenigen richtigen Torszenen, trotz Dauerdrucks. Aber die Torszenen haben jetzt die Oberösterreicher. Madlener vertrippelt sich hier und lässt sich hier von Almer den Ball vom Fuß nehmen. Und unmittelbar danach wieder Madlener, legt jetzt auf für Westerdaler, ganz alleine. Aber auch er zögert und scheitert. Torhüter Franz Almer kann hier klären. Die besten Torszenen des Spiels aus dem Spiel hat Vorwärts Steyr. Die größten Spielanteile aber der GRK. Nur in letzter Konsequenz ist man vielleicht ein bisschen zu unkonzentriert, zu hektisch. Tem. Zissa. Aber wieder Alexander Manninger. Ein 18-jähriger gelernter Tischler, der aber bereits Fußballprofi ist. Blitzenetz. Er soll heute den fehlenden Tschech im Mittelfeld ersetzen und jetzt ein Foul von Berchtold und dafür gibt es die rote Karte. Berchtold muss in der 65. Minute nach diesem Foul an Ammerhauser vom Feld. Steyr also nur mehr mit 10 Mann und weiter der GAK, ganz klar voran Vukovic. Aber wieder zieht der Ball um wenige Zentimeter über die Latte.
Hans-Ulrich Tomale bringt mit Muschek und Steinbauer und Dietrich drei neue Spieler. Koljanin beruhigt seine oberösterreichische Mannschaft. Rudi Steinbauer wird hier nur halbherzig attackiert. Riskiert einen Schuss und das ist das 1:1. In der 82. Minute bewahrt Rudi Steinbauer den GRK mit diesem Weitschusstreffer vor einer Niederlage. 1:1 der Endstand und ein Erfolg für Steyr und vor allem den jungen Torhüter. Die Mannschaft hat noch dabei mir geholfen, muss ich sagen. Und ich hoffe, dass es jetzt gegen die Austausch schaut, das 0-0 und dass es jetzt die Wende ist, ja, mit vorwärts. Mit dem Tor, was ich gekriegt habe, ist wirklich, wenn man das in der Liga alle Jahre einmal sieht, glaube ich, ist eine Sensation. Und der Trainer hat mir das Vertrauen gegeben und ich habe das Bestmögliche daraus gemacht. Nicht nur das, sondern das Vertrauen auch genützt. Steyr beginnt spät, aber doch Punkte zu hamstern und der Höhenflug des GRK ist vorerst ein bisschen gestoppt. Damit sind wir jetzt bei unserem ersten Derby und das ist das Oberösterreich.